Die Metamorphose ist ein Prozess, der sehr berühmt ist. Schon als Kinder kennen wir die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Während der Metamorphose werden in bestimmten Insekten die meisten Gewebeteile der Larve durch einen kontrollierten Zelltod eliminiert. Sogenanntes imaginales Gewebe beginnt sich nachher mit der Zeit zu differenzieren, sodass adulte Körperstrukturen sich bilden. In unserem Fall haben wir nicht den Schmetterling studiert, sondern wir haben die Fruchtfliege Drosophila melanogaster studiert. Wir haben herausgefunden, dass in dieser Phase, also in der Metamorphose in dieser Fruchtfliege, ein genetischer Locus namens LET7C aktiv wird. Diese Region scheint einen Einfluss auf Krebszellen zu haben. Während der Metamorphose werden diese Krebszellen ebenfalls beseitigt, nicht nur die Gewebeteile der Larve. Durch die Ausschüttung des Häutungshormons Ektison wird die Region LET7C aktiv und dabei wird auch die RNA LET-A produziert. LET-A wird hauptsächlich in den Speicheldrüsen der Larve produziert. Da wird sie ausgeschieden und gelangt in den ganzen Körper. Isolierte LET-A ist scheinbar in der Lage, in Krebszellen einzudringen und die innerhalb kürzester Zeit zum Zelltod zu bewegen. LET-A ist sogar so stark, dass wir diese dem Fliegenfutter beimischen können, um die Tumorbildung in der Fliege zu stoppen. Wir waren daraufhin überrascht, dass wenn wir diese RNA in menschliche Zellkulturen einbringen, sie nach dem ähnlichen Mechanismus in den Zelltod geschickt werden, und zwar in der kürzesten Zeit. Dabei bleiben gesunde Zellen verschont. Unsere Entdeckung von LET-A gibt uns potenziell ein neues Medikament in die Hand, welches hochwirksam ist und gegen eine Vielzahl von verschiedenen Krebszellen wirkt.